Okay, kriegst du alles weg, was die hatten? Jo. Ich dachte, die haben hier ein richtiges Lager. Metflasche, 19 Steinpfeile, Zwiebeln. Stocken. So, müsste ja eigentlich alles haben. Hast du da unten den Wagen schon durchsucht? In Nee. der Schlucht? Was für ein Wagen? Ja, direkt hier in der Schlucht ist Schmuggelware. Oh, sehr gut. Aber die ist leer. Ich gehe gleich wieder in die Mine. Also ich mache dann jetzt gleich eine Runde zum Verkaufen, ne? Habt ihr noch irgendwas? Dann nehme ich bestimmt auch wieder neue Quests an, also. Ihr habt nichts. Ich hab jetzt so direkt nichts. Also ich habe Käseräder, eine Metflasche. Das ist ein Und das war's Vogel. eigentlich schon. Wie war denn das spawntes Zeug in den Fässern und so? Jede Jahreszeit neu? Nein. Okay, dann haben wir das ja einfach noch nicht gesehen bis jetzt. Soll ich eine Bettdecke verkaufen oder wollt ihr die irgendwie noch behalten? Verkauft die erstmal, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Die bringt ja irgendwie 300, oder? Ja, 250, glaube ich. Oder so. Wollen wir das Leder behalten oder soll ich Säckchen draus machen? Keine Ahnung, wie viel Leder wir haben. Warte, 129. Du meinst alles Leder, was wir jetzt aktuell haben? Wir brauchen noch Also ein. alles werde ich eh nicht tragen können, aber ein Teil davon vielleicht. Ja, wir brauchen aber auch ein bisschen was für Handschuhe. Das ist ja jetzt die Frage, ob wir es halt zurückhalten wollen. Dann guck mal nach, wie viel wir für die Handschuhe brauchen. Ich habe jetzt auch in Temperaturresistenz geskillt, also ich bräuchte jetzt keine weiteren Klamotten. Ja, aktuell nicht, aber für den Winter werden wir ja was brauchen. Ach so, ja, stimmt, da wird sie wieder. Wir haben ja gerade mal Herbst. Ja, da brauchen wir Leder. Florian, der Bär hatte doch auch ein bisschen Pelz gegeben, oder? Ja, Bären geben, glaube ich, auch Pelz. Ja. Also ich glaube, die Hälfte Leder, die Hälfte Pelz, irgendwie sowas. Ich habe hier nämlich wieder einen Bären vor der Mine hocken. Ja, Der. ich kann bloß gerade nicht, weil ich hier noch mein Überleben skillen muss. Damit du nicht erfrierst. Ja. Ja. Ich versuche mich an ihm vorbeizuschleichen. Aber der Bär wartet quasi nur auf deine Pfeile. Ja, denke ich mir. Ich warte auch nur darauf, sie in den Kopf zu schießen. Mach das mal. So, wie viel fehlt mir denn jetzt noch? 474, jetzt habe ich es ja gleich. Müsste ja eigentlich übelst Gewinnung damit leveln, ne? Mehr. Von der Suppe muss man auch erst das Schema kaufen. Ja. Wie viel kostet es? 100. Hm. Hab ich jetzt aber nicht. 330, 332. Also. Ich habe 2 Punkte in Gewinnung gemacht, dafür, dass ich eine ganze Ader abgebaut habe. Wow.
So, Fertigkeiten überleben. Unempfindlich war das. 4 Grad bessere. Warte mal, wenn ich hier noch so einen Spitzhacke herstelle. Ja. Kann ich mich zumindest wieder schneller bewegen. Ich sag mal, theoretisch, wenn wir die Zeit haben, kann ich die Mine auch komplett leer räumen und dann können wir halt Salz und Zinn und so ein Kram verkaufen. Im Prinzip kannst du die Mine auch alles abbauen und alles nur beim Eingang immer hinlegen, weil dann können wir es auch zwischendurch mal holen, weißt du? Beziehungsweise wenn du es abgebaut hast und es liegt dort, dann hast du es beim Jahreszeitenwechsel trotzdem, weißt du? Oder man baut ein Lager direkt neben die Mine. Das wäre meine Maßnahme. Ja, das ist langfristig auf alle Fälle das Beste. Das ist nicht nur langfristig, das werde ich jetzt mal angehen, das Thema. Dafür brauche ich nur Stroh, ne? Liegt ganz viel im Lager. Ja. Okay, dann komme ich nach Hause, bringe da meine Ausbeute hin. Also wir haben auf jeden Fall jetzt auch einen Haufen Pilze. Sehr gut. Es gibt bestimmt dann auch die Quest wieder von wegen hier kann Nickel und sowas umbringen, ne? Also haltet euch noch kurz zurück. Aber keine mehr. Florian, ich glaube, du kannst auch Luchse töten für Pelze. Ja. Beim Wiesent kam nur Leder raus, oder was? Da kommt bloß Leder raus. Okay. Ich glaube, Wiesent und Hirsche bringen bloß Leder. Die großen Viecher halt. Die Anglerstube hat man noch nicht freigeschaltet, oder? Nee, dafür müsste ich noch weiter jagen gehen. Aber ich sehe gerade, dass wir einen Grabungsschuppen freigeschaltet haben. Das wäre da auch eine Maßnahme. Machst Materiallager daneben im Häuschen? Achso, dann müsstest du aber auch noch ein Nahrungsmittellager hinmachen. Grabungsschuppen brauche ich doch da gar nicht. Grabungsschuppen ist doch für Steine und Ton und so. So, das andere, ja. Dann baue ich den nämlich bei uns ins Dorf und dann kann die Tante, die gerade Federn sammelt, kann dann vielleicht mal Steine sammeln. Oder Ton. Tauben müsst ihr jagen. Geh hacken. Verdammte Himmelsratten? Achso, das ist das mit den Tauben. So. Warte mal, die Holzarmbrust macht 25 Schaden und der Holzbolzen 35. Das heißt, die macht insgesamt 60 Schaden. Und was macht der Langbogen? Und der Langbogen macht 40 und der Kupferpfeil 35. Also ist der immer noch besser als die Holzarmbrust. Naja. Ja, vor allem kannst du es halt auch wieder herstellen, wenn es kaputt ist, dann das Zeug. Ja. Ich vermute, die Holzarmbrust ist die erste Armbrust, die es gibt, oder? Ja. Mir fällt gerade ein, ich habe ja auch noch ein Haus fertig zu bauen. Wie sieht es eigentlich aus? Holz haben wir auf jeden Fall. Brennholz, meine ich. Okay, mal gucken. Also Technologie. Eine Fischerhütte müssten wir schon bauen können. Nicht? Ja. Okay, ja dann. Dann fange ich mal wieder an, Häuser zu bauen.
Okay. Achso, wir haben ja einen Holzfäller. Er hat ja vielleicht, oder die hat ja vielleicht schon ein bisschen Baumstämme besorgt. Tatsächlich. Okay, also ich soll Pelz sammeln, oder was? Ja. Und Tauben töten. So, Roggenkorn hat man ja noch genug, ne? Jetzt kaufe ich erstmal noch den Dung. Huch. Sind die etwa schon wieder fertig mit Arbeiten, oder was? Also zum Bauen reicht das hier hinten und vorne noch nicht, was die besorgen. Ich habe mal ein paar Schemata gekauft. Auch den Strohhut? Nee, den noch nicht. So, ich brauche also dann noch. Man kann auch den Jäger umstellen, dass der Pelz sammelt, ne? Ja, das könnte man auch machen. Weil Federn sollte man ja mittlerweile genug haben dann. Federn kann man nie genug haben. Ja, Florian haut die Pfeile ganz schön raus hier. Ja, aber der sammelt auch Leder. Ja, die meisten Pfeile, die sammelst du doch wieder ein. Ja, aber die gehen halt nach dem zweiten oder dritten Schuss irgendwann auch kaputt. Ja. Hatten wir den langen Bogen gekauft oder haben wir da das Rezept? Haben wir das Rezept. Ich habe es mal umgestellt, dass der auch ein bisschen Pelz produziert. Der Jäger. Solange wir noch haben. Ich brauche jetzt hier zwei Bretter und drüben brauche ich noch 36, 38. Also brauche ich ungefähr 19 Bäume. Ah ja, das Schwein ist mit einem Schuss tot. Sehr gut. Das bringt aber auch nur Leder, oder? Werde ich jetzt Schwein sehen. Hat doch Pelz, dachte ich. Na komm her jetzt. Haben wir noch genug Werkzeug? Dass sie irgendwann sagen, zu tun? Wird dir das dann eigentlich angezeigt, Robert? Ich sehe die Meldung, ja. Okay. Nee, Schweine haben nur Leder. Ah, okay. Und geben auch schon wieder 25 Fleisch. Wenn wir unser Suppenimperium aufbauen wollen. Das kannst du dann verkaufen, die Kohlsuppen. Ja, die Rezeptur habe ich jetzt auch frei. Wir haben ja, weiß ich nicht, 400 Kohl oder so jetzt. Ja, muss mal gucken, wie viel Fleisch du dazu brauchst. Eine Steuer freigeschaltet. Robert, das darfst du dann erstmal bauen. Ah, oh, ich kann nicht mehr laufen. Dass ich alles bauen kann. Nein, Bisons will ich jetzt nicht jagen. Ich will zum Wolfgebiet. Also hier ist noch eine Kupferaxt drin und ein Steinmesser ist auch noch drin. Also die haben auf jeden Fall noch genug Zeug. Was brauchte ich jetzt nochmal? 19 Holzstämme, ne?
Achso. Blöde Schaufel nicht ausgerüstet. Ist denn das der erste Herbsttag, der schon wieder rum ist? Mhm. Das geht irgendwie ganz schön schnell hier. Haben wir gar keine Holzstämme? Nee. Wofür brauchst du einen? Für die Schalen. Ich habe doch Schalen hergestellt, 25. Nee, dann benutzt doch erstmal die 25. Oder hast du die schon voll mit Kohlsuppe? Mach jetzt voll. Oh, wir haben 391 Kohl. Da kommen wir mit 25 Schalen nicht weit. Aber du brauchst doch 3 Kohl pro Gericht, oder? Aber trotzdem nicht weit. Ja. Ich glaube, es waren 3 Fleisch. Ich weiß es jetzt nicht genau. Siehst du ja gleich. Ach cool, der Wolf ist auch mit einem Schuss tot. Ja, dann ist er easy. Dann kannst du ja jetzt übelst die Umgebung einfach leer jagen. Schon 2 Kohl rum. 3 Fleisch, 2 Kohl. Okay, das heißt, aus 400 Kohl kriegen wir ungefähr 200 Suppen. Mhm. Dafür brauchen wir ungefähr 200 Schüsseln. Oh Mann, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ist das zum Kotzen, Alter. Und jetzt bringt mich der Wolf um. Geile Scheiße. Geile Scheiße, Alter. Denkt, ist mit einem Schuss tot. Was ist da los? Ja, weil ich habe keine Ausdauer mehr, weil die Ausdauer so scheiß schnell runtergeht in diesem verkackten Spiel, Alter. Dann muss es maskieren, glaube ich. Okay, wir haben jetzt wieder ein Haus fertig. Könnten also neue Leute anheuern. Jetzt darf ich wieder die restlichen 5 Tage mit wenig Leben rumlaufen. Außer ich fresse jetzt breitwegerig. Kriegst du nicht auch Leben, wenn du Fleisch isst? Nein. Nee. Oder wir gehen halt schlafen. Wie spät ist denn? Ich meine, es ist 21:30. Nee, schlafen bringt auch nichts. Es funktioniert nur, glaube ich, bis zum nächsten Jahreswechsel. Ja, du kriegst einen Teil deiner Gesundheit wieder, wenn du nachts schläfst. Ja, wir haben vielleicht 78, nicht alles. Wir haben 78 Breitwegericht, den hau ich mir jetzt rein. Ich wollte gerade sagen, stehen wir jetzt alle 3 in diesem Lager? Ich habe keine Ahnung, ich sehe hier nichts. Okay, ja, wir sind alle 3 im Lager. Ja, ich sammle Breitwegericht immer auf, wenn ich den sehe. Der ist schon ganz praktisch. Ich habe hier noch Birnenwein in der Hosentasche. Steffi, hast du auch den Zaun gekauft? Nee. Dann, wenn wir noch Geld übrig haben, dann kaufen wir noch das Schema von dem Zaun. Hast du gesagt, ne? Ja. Oder für 100 erstmal den Strohhut. Oder die Handschuhe. Ja, oder kauf die Handschuhe. Hab ich schon. Was brauche ich denn dafür? 12 Leder und 6 Garn. Also mit Leinengarn können wir nicht so verschwenderisch umgehen. Da müssen wir zusehen. Leinengewebe zum Beispiel braucht ja auch extrem viel. Ja, ja, genau. Deswegen mach erstmal die Handschuhe. So, mal schauen, wie viel wir überhaupt noch haben. Na, die Handschuhe brauchen nur 6 Leinengarn. Mir fehlt übrigens immer noch Pelz für meinen Umhang. Also ich habe ja immer noch keinen an. Das Schweinestall wird man auch mal bauen.
Ja, mach doch erstmal den komischen Zaun. Kauf doch mal den Zaun, damit ich den Zaun ziehen kann und dann. Soll man was produzieren, was ich verkaufen kann? Dann mach mal Ledersäckchen. Ja, wie viel bringen denn Ledersäckchen? Nee, mach einfache Schuhe. Glaube ich mehr. Ich gleich mal. Also. Können wir einfache Schuhe schon machen? So, also ihr habt jetzt auch Handschuhe bei euch in den Hütten liegen. Toll. Also ein Wolf bringt 4 Pelz. Naja, das ist doch schon mal besser als nichts. Einfache Schuhe. Kosten 8 Leder und bringen 100. 50. Ja, 8 Leder und bringen 50 und das einfache Säckchen. Das kostet 1 Leder und bringt 12. Also 6. Also 8 mal 6 sind 48. Die Schuhe sind tatsächlich besser. Als die Säckchen. Minimal, aber sie sind besser. Ich mach mal nicht alles weg. An Leder. Und noch ein bisschen was haben. So. Da ist auch nochmal ein Wolfjagdgebiet. Okay. Aber 12 Schuhe bringen ja dann ungefähr 600, ne? So, wo bist denn du? So, ich leg sie ins Lager. Dann kannst du da rausnehmen und dann verkaufen gehen. Das ist eh keiner. Ach. Okay. Wir haben ja auch noch 479 im Lager, ne? Münzen. Also? Ich kaufe jetzt mal das Strohzeug. Und dann stelle ich auch gleich die Strohhütte her. Ernsthaft. Ich habe 99,9 Geld mitgenommen. Ich dachte, ich hätte 100 ausgewählt gehabt. Wir müssen dann auch irgendwann mal so Fackeln und so einen Kram aufstellen hier, damit wir nachts auch was sehen. Leinwand. Die Helligkeit vom Spielhochstein. Ja. Ach, man braucht für ein Leinengewebe nur ein Leinengarn. Ich habe nicht genug Dung. Verdammt. Steffi, hast du gehört? Man braucht für ein Leinengewebe nur noch ein Leinengarn. Ach, dann ist ich mal 3 oder so? Ja, es waren auf jeden Fall mehr, bin ich der Meinung. Dann geht's ja sogar. Ja. So. Ich lege euch eure Strohhüte auch in eure Hütten. Danke. Jetzt bitte den Schweinestall als nächstes noch. Ach nee, du willst den komischen Zaun. Das ist jetzt ohne Zaun, wir haben eh noch kein Schwein. Na, wir können das doch, ich kann das auch kaufen, wir hatten nur noch Geld. Aber nicht so viel. Doch. Wir haben noch. So, du meinst für den Zaun, ja. 380 haben wir noch, so, und der Zaun kostet ja nicht so viel. Achso, warte mal. Was kostet
kostet 250. Ich brauche noch einen Gatter, ne? Okay, Gatter gibt's nicht, wir müssen über den Zaun hüpfen. Oh Gott. Gesundheit. Musste, wenn das ein Bewohner des Dorfes machen soll, dann mit dem Stall eine Lücke lassen. Ja, wir können das ja dann später noch machen. Dann reißen wir halt irgendwas wieder weg, dann lasse ich eine Lücke, setze da ein neues Zaunstück rein und reißen wir das später wieder weg. Zäune. Eisenzäune gibt's auch. Oh, wir können natürlich auch Steinmäuerchen machen. Oh, eine Bronzeaxt habe ich gefunden. Das ist natürlich nicht schlecht. Haben wir noch Stöcke? Den einen oder anderen haben wir noch. Die Feldergröße mit 5x5. Lass mal jetzt erstmal so, oder? Ja, können wir machen. Kannst du noch zwei Stück daneben basteln. Dass wir insgesamt 100 Felder haben. Ich hab noch eine Plantage dazwischen gemacht. Hm. Hast du jetzt mal geguckt, was wir im Herbst anbauen müssen? Roggen. Und der ist dann aber nicht überall, oder? Roggen ist im Frühling wieder fertig. Also den können wir jetzt überall hinmachen. Wenn wir Weizen nehmen würden, das würde bis Sommer dauern. Hm. Nee, wir machen. Deswegen ist Roggen erstmal besser. Ja, wir machen Roggen und Hafer im Wechsel auf zwei Feldern. Oder auf genau, einem weil Feld. Hafer braucht man ja fürs Tierfutter, ne? Genau, Roggen und Hafer brauchst du fürs Tierfutter. Oder vielleicht reicht auch ein Feld im Wechsel mit Roggen und Hafer. Ich das nicht direkt hier ranknüpfen. Das ist ja blöd. Na doch, es geht.